Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute werden wir darüber sprechen, wie man Dateien wiederherstellen kann, die durch das Leeren des Papierkorbs gelöscht wurden. Wir alle wissen, dass Windows nach dem Löschen einer Datei diese in den Papierkorb verschiebt, einen speziellen Ordner für gelöschte Dateien. Wir werden auch die Situation betrachten, in der Daten mit der Tastenkombination Umschalt und Entfernt, das heißt ohne Verwendung des Papierkorbs, gelöscht wurden. Es ist wichtig zu bedenken, dass die Größe der Papierkörbe begrenzt ist. Wenn er voll ist, leert das System ihn automatisch. Wenn Sie also gerade einen Ordner mit den gewünschten Daten gelöscht haben, können Sie ihn durch Drücken von Windows Plus Z wiederherstellen. Konkret, durch Löschen des Ordners und anschließendes Drücken dieser Tastenkombination oder durch Rechtsklick und Auswahl von Undelete. Wenn Sie eine Datei zuvor gelöscht haben, können Sie sie wiederherstellen, indem Sie einfach zum Papierkorb gehen und auf Wiederherstellen klicken. Die Datei wird dann im ursprünglichen Ordner mit ihrem Inhalt angezeigt. So können wir versehentlich gelöschte Dateien wiederherstellen. Wenn Sie den Papierkorb nicht auf Ihrem Windows-Desktop finden können, dann fügen Sie ihn dort hinzu. Klicken Sie auf das Menü Start, Einstellungen, öffnen Sie den Bereich Personalisierung, klicken Sie anschließend auf Themen. Öffnen Sie dann den Unterabschnitt Optionen für Desktop-Symbole, hinzufügen eines Papierkorbs, klicken Sie dann auf OK. Wenn Sie eine Datei löschen und anschließend den Papierkorb leeren oder etwas mit der Umschalttaste und der Entferntaste löschen, denken Sie vielleicht fälschlicherweise, dass die Datei für immer verschwunden ist. In Wirklichkeit können gelöschte Dateien aus dem Papierkorb jedoch mit einer Datenwiederherstellungssoftware wiederhergestellt werden. Ich werde Hetman Partition Recovery verwenden. Ich werde den Link in der Beschreibung hinterlassen. Nehmen wir an, wir haben Datenauflaufwerk D. Wir löschen die Dateien mit der Tastenkombination Umschalt und Entfernen. Die Dateien sind gelöscht, sie befinden sich auch nicht im Papierkorb. Um unsere gelöschten Dateien wiederherzustellen, öffnen Sie das Programm Hetman Partition Recovery. Nach dem Öffnen des Programms wird ein Wiederherstellungsassistent angezeigt. Navigieren Sie nun zu dem Laufwerk, auf dem unsere Daten gespeichert sind. Klicken Sie auf Weiter. Wenn der Scan abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertigstellen. Das Programm hat unsere Dateien gefunden. Wir können unsere Dateien auch im Vorschaufenster ansehen. Um die benötigten Dateien wiederherzustellen, verschieben Sie sie in die Wiederherstellungsliste. Wenn Sie keine haben, gehen Sie zur Ansicht-Symbolleiste Wiederherstellungsliste, um sie zu öffnen. Geben Sie dann die Konversierungsmethode an, Weiter. Geben Sie einen Ordner an, Wiederherstellen. Wenn diese Analyse Ihre Dateien nicht in dem Ordner findet, in dem sie zuvor gespeichert waren, aus dem sie in den Papierkorb gelöscht wurden, versuchen Sie, sie im Abschnitt Papierkorb oder Recycle Bin des Programms zu finden. Um dies zu tun, starten Sie das Programm. Klicken Sie auf die Festplatte, von der die Dateien gelöscht wurden. Warten Sie, bis die Analyse abgeschlossen ist, falls dies nicht bereits geschehen ist. Navigieren Sie zu der Partition oder dem Ordner Recycle Bin. Schauen Sie in den Ordner nach, ob Ihre Dateien dort zu finden sind. Um die gewünschten Dateien wiederherzustellen, verschieben Sie sie in die Wiederherstellungsliste. Klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie dann eine Speichermethode an, Weiter, Wiederherstellen. Fertigstellen. Nach der Wiederherstellung befinden sich alle Dateien in dem Ordner, den Sie bei der Wiederherstellung angegeben haben. Was ist zu tun, wenn die Dateien vor langer Zeit gelöscht wurden und Sie ihre Fehler erst jetzt bemerken?
Verwenden Sie dann die vollständige Analyse. Um dies zu tun, gehen Sie in das Programm, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf unsere Festplatte, wählen Sie Reanalyse. In dem sich öffnenden Fenster gehen Sie nun vollständige Analyse an, geben Sie das Dateisystem Ihres Laufwerks an. Um das Dateisystem Ihres Datenträgers zu ermitteln, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Datenträger im Programm oder im Windows Explorer und wählen Sie Eingeschafften. Es wird im Feld Dateisystem ausgeführt. Wenn Sie das Dateisystem des Datenträgers angegeben haben, klicken Sie auf Weiter. Dieser Prozess wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Wenn die Analyse abgeschlossen ist, können wir alle gelöschten Dateien sehen. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fonds Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.